Jetzt geht's aber wirklich los mit unserem Fitnessprogramm. Fitness, das ist ein Stichwort, über das die Automobilbranche schon seit Jahren nachdenkt. Grundsätzlich hat man die Ströme erkannt, Autos werden immer größer, komfortabler, sicherer und dementsprechend auch schwerer. Mazda geht einen bisschen anderen Weg und hat erkannt, dass man durch Gewichtseinsparungen nicht nur Autos agiler und dynamischer machen kann, sondern auch jede Menge Treibstoff und damit CO2-Ausstoß sparen kann. Das erste Produkt, wo man das wirklich konsequent umgesetzt hat, ist der Mazda 2 und deswegen schauen wir uns den Mazda 2 in unserem Fitnessprogramm einmal im Detail an. Unser Testwagen ist mit dem stärksten Motor, dem 1,5 Liter Benziner mit 103 PS und 137 Newtonmeter Drehmoment ausgerüstet. In 10,2 Sekunden schafft er die 100er Marke und läuft auch ohne Rückenwind 188 km/h. Designmäßig und konzeptionell ist man mit dem Mazda 2 eine komplett neue Linie gegangen, leichter, dynamischer und dadurch natürlich agiler und verbrauchsärmer zu operieren die Autos. Mit den Benzinern hat alles begonnen, mit richtig scharfen und spritzigen Motoren, die mächtig viel Spaß machen. Jetzt hat man auch eine wirklich feine Dieselvariante für besonders kostenbewusste nachgeschossen. Der neue Diesel ist zwar kein Leistungsträger, er schafft mit seinen 68 PS gerade einmal 162 km/h Höchstgeschwindigkeit. Dafür bietet er einen sehr schlanken Verbrauch von gerade einmal 4,3 Litern auf 100 Kilometer. Fit und frisch präsentiert sich der Mazda 2 nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und das ist seit Jahren, zumindest bei mir, ersichtlich gewesen, dass sich die Japaner und speziell die Mazda-Leute wirklich um den Innenraum gekümmert haben. Da passt jetzt wirklich alles, sowohl von den verwendeten Materialien her gesehen, als auch von der Ergonomie. Und das Ganze natürlich fit und sportlich verpackt, was man speziell an den Aluminiumteilen bzw. am Design der Mittelkonsole erkennen kann. Doch das fitte Aussehen hat leider auch seinen Preis. Die Basisvariante des Mazda 2 bietet für knapp 12.000 Euro leider nicht allzu viel Luxus. Elektrische Fensterheber und eine Klimaanlage bekommt man für happige 1.000 Euro mehr. Unsere GT-Variante mit dem starken Benziner kostet zwar schon 18.700 Euro, dafür bleiben in dieser Version kaum Wünsche offen. Alles in allem ist Mazda über die ganze Produktpalette hinweg zurzeit echt am richtigen Weg und das merkt man auch an den Zulassungen bzw. an der Akzeptanz am Markt. Mit der Neuauflage des Mazda 2 sieht man, dass die Konzeptänderung, leichtere, kleinere, agilere Autos zu bauen, wirklich die richtige Richtung ist, die eingeschlagen wird. Einziges Handicap dabei im Vergleich zu den anderen ist der Mazda 2 nicht unbedingt günstig. Auf der anderen Seite bekommt man auch ein wirklich feines Auto drum.